hier ein auf Bergziege. Oh, halt dich fest, Roan! Oder schneid die Flügel an! Seht ihr, meine Herren, ich habe schon wieder Roans Hals gerettet. Gut gemacht, Deirdre. Für einen Übungslauf. Ja, du warst richtig schnell. Hoffen wir, dass du genauso schnell bist, wenn es drauf ankommt. Nach der Legende von Tirnanog liegt meine Rüstung auf dem höchsten Punkt der Klippe des Ostens. Und ich habe vor, rauszufinden, was an der Legende dran ist. Typisch, Frau. Wenn die sich was in den Kopf setzt. Die Klippen des Ostens werden von Blitzfledermaus bewacht, Deirdre. Ja, ich weiß, Aideen, und ich muss gegen ihn kämpfen, um meine Rüstung zu bekommen. Ich glaube nicht, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist. Man sagt, er ist ein exzellenter Kämpfer. Das bin ich auch. Aideen, Deirdre weiß schon, worauf sie sich da einlässt. Der Legende nach hat er den Schrei einer Fledermaus. Und dass du kommst, sagt ihm sein Gehör schon, wenn du noch meilenweit weg bist. Das weiß ich alles längst. Du kannst mir mit deinen Geschichtchen keine Angst einflößen. Lass mich einfach in Ruhe. Bitte, gerne die Dame. Ach, was willst du denn schon wieder? Sprich, meine kleine Elfe. Was hast du zu berichten? Sie sind auf dem Weg zu den Klippen des Ostens, wo Konohas Tochter ihre Rüstung erobern will. Nein! Das muss ich verhindern. Roan mag das Glück gehabt haben, seine Rüstung zu bekommen, aber der Prinzessin darf das niemals gelingen. Keine Sorge, Hoheit. Die legendäre Blitzfledermaus wird zeigen, wie gut sie mit ihrer Waffe umzugehen versteht. Maida. Die Blitzfledermaus von Temra wird uns nicht enttäuschen. Wir können nicht das geringste Risiko eingehen. Deirdre darf diese Rüstung niemals bekommen. Vertraut meinem Wort. Nur zur Sicherheit. Werden wir dennoch jemanden entsenden, um den stärksten der vier Krieger zu verwirren? Ich klettere gern mit dir bis ganz da nach oben, Deirdre. Aber laut Schriftrolle musst du den Rest dann allein machen. Ich brauche auch sonst deine Hilfe nicht. Na, da wäre ich mir mal nicht so sicher. Da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht, tagelang. Kahat, macht ihr eine Bergwanderung? Ich komme mit wichtigen Nachrichten, mein Junge. Königin Maef ist bereit, Kelz mit Temra wieder zu vereinigen. Maef will ehrlich den Frieden? So plötzlich? Und König Konoha weiß von all dem? Die Königin hat um eine Zusammenkunft mit dir allein gebeten, mein Junge, für einen Friedensvertrag. Ach, tatsächlich? Ein geheimes Treffen, Roan. Da stimmt doch was nicht. Wenn mir das jemand anderes flüstern würde, wäre ich misstrauisch. Aber das ist Kahat. Der würde mir nicht irgendwelche Geschichten erzählen. Die Sache stinkt doch. Lass die Finger davon. Roan, die Königin wartet in ihrem Schloss. Sie wünscht, dass du alleine zu ihr kommst. Deirdre, setz du deine Suche fort. Und ich kümmere mich eine Runde um den Friedensvertrag. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn der Frieden so nah ist, dann brauchst du deine Rüstung vielleicht gar nicht. An den Friedensvertrag glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Friedensverhandlungen? Glaubt ihr nicht, dass das wieder einer von Maefs Tricks ist? Ich glaube, wir können ihr wirklich vertrauen. Königin Maef will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wen haben wir denn hier? Ich bin es, Roan. Eure Königin hat mich zu sich in ihr Schloss gebeten. Ich komme, um mit ihr Friedensverhandlungen zu führen. Trotzdem, bis zum Schloss seid ihr mein Gefangener. Das überlegt ihr lieber nochmal, mein Freund. Ich bin als Gast hier.
Nun denn, nichts für ungut. Wir führen euch. Folgen wir ihnen. Siehst du? Ich habe dir doch gesagt, dass du absolut keinen Grund hast, an der Aufrichtigkeit der Königin zu zweifeln. Tahat, der Druide, und Rowan von Kells, meine Königin. Tretet vor. Keine Waffen im Thronsaal. Wenn meine Waffe geht, gehe auch ich. Ein Friedensvertrag ist bis jetzt nicht unterzeichnet. Eure Waffe im Namen der Königin. Schluss! Wachen, es ist nicht nötig, ihn zu entwaffnen. Er ist nur ein Jüngling. Ein Jüngling? Und ihr wollt mit einem Jüngling Friedensgespräche führen? Du weißt also, warum du hier bist. Tahat sagt, ihr wollt Kells und Temra den Frieden bringen. Ja, ich habe vor, beide Reiche zu regieren. Tahat? Tahat? So, siehst du? Einen besseren Knoten hast du noch nie gesehen. Außer natürlich meinen eigenen. Aha. Pass auf, dass dir keine Steinchen aufs Köpfchen fallen, Prinzesschen. Das ist gefährlicher, als zu Hause im Schlossgraben nach Fröschen zu jagen. Oh, danke. Ihr seid ja so gut zu mir, Leute. Aber ich brauche eure Hilfe wirklich nicht. Das habt ihr ja fein gemacht. Wir treffen uns da unten wieder, wenn ich meine Rüstung habe. Deine Knoten sind Käse. Meine Knoten? Was ist mit deinen Knoten? Hoffen wir, dass Rowan etwas mehr Glück hat als wir. Ach, Glück. Eins sollst du wissen, Rowan. Niemals werde ich mit Kells Frieden schließen. Wenn ich Lust dazu habe, mache ich seine Einwohner zu Gefangenen. Aber ich werde niemals Frieden schließen. Eure Einschüchterungsversuche ziehen bei mir nicht. Solange es mich gibt, werdet ihr Kells nicht regieren. Dann sollten wir dafür sorgen, dass es dich nicht mehr gibt. Darum darf sich jetzt mein Wolfshund kümmern! Hinterlistige Schlange! Wo hast du mich hingeschickt? Rowan, sei vorsichtig! Ich kenne diesen bösen Ort. Die Katakomben von Temra. Wer hat dich gerufen, Aideen? Hätte ich dir nicht folgen sollen? Hilf mir hier raus. Dann bin ich auch nicht mehr sauer. Bei Gaga. Hier treibt sich noch irgendwas Lebendiges rum. Zeig dich, Wolfshund! Rowan, da hinter dir! Deirdre wirst deine Rüstung oben auf den Klippen des Ostens finden. Aber geht mit großer Umsicht vor, denn die Blitzfledermaus von Temra, die die Rüstung bewacht, ist böse und gerissen. Auf den Klippen des Ostens. Blitzfledermaus, ich komme, um meine Rüstung zu holen! Deirdre, Tochter von Connor, nett, dass du mich in deinem letzten Stündlein besuchst. Ich behaupte, dein letztes Stündlein hat geschlagen, nicht meins. Das werden wir sehen. Du willst Versteck spielen, ja? Komm raus, Wolfshund, zeig dich! Ich mach eine Miezekatze aus dir! Vorsicht, Rowan! Er könnte überall sein! Ist mir schon klar. Was ist das? Tageslicht! Vielleicht kommen wir da raus!
Zeig dich, du Promenadenmischung. Hund, hast du immer so schlechte Laune oder willst du bloß Gassi gehen? Hey! Oh, scharfe Zähnchen hat der Wuff. Das Schwert. Aidin, siehst du den Mistköter? Ich muss Hilfe holen. Hallo? Ist hier jemand? Hilfe, wir brauchen Hilfe! Hallo? Ich kann gut einstecken, doch austeilen kann ich ebenso gut. Lächerlich! Ich bin schnell wie der Blitz, daher habe ich meinen Namen. Deirdre! Aidin, geh! Ich muss das hier allein machen. Niemand darf mir helfen. Ich will dir nicht meine Hilfe anbieten. Ich brauche deine. Ron steckt in Schwierigkeiten. Mein Friedensangebot war eine Falle. Eine Falle? Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aidin, zur Seite! Oh nein, bist du verletzt? Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Ohne deinen Bumerang, du Fledermaus, sieht es schlecht für dich aus. Zu schade, dass du dich nicht anders verteidigen kannst. Eine Verteidigung habe ich noch, meine Liebe. Hör mal! Ich lasse mich doch nicht von einem Straßenköter besiegen. Feuer tief in mir! Plötzlich so friedlich. Was hältst du von meinem Kampfhandschuh? Was ist das? Du bist nicht real! Na, hast du jetzt genug? Solange ich noch atmen kann, Blitzfledermaus von Temra, so lange gebe ich nicht auf. Ah, meine Augen! Aidin, wie geht's deinem Flügel? Oh, der? Alles in Ordnung, das war doch nur halb so schlimm. Ein Wunder. Du darfst nicht vergessen, ich bin nicht so ein einfaches Wesen wie du. Zugegebenermaßen ein Wesen, das mir, der Elfe, das Leben gerettet hat. Sollte das etwa Danke heißen? Jetzt hol dir doch mal endlich deine Rüstung, wegen der du ja hier bist. Ron ist in Not. Luft über mir! Deirdre ist ziemlich lange weg. Da ist was schiefgegangen. Ich befürchte das Schlimmste. Sie hätte schon längst wieder hier sein müssen. Arme Deirdre. Ja, wir gehen zu ihr. Au. Na komm. Diesmal mache ich die Knoten. Ja, du Angeber. Wirf lieber das Seil da hoch. Schon dabei.
sein? Deirdre in ihrer Rüstung. Daran siehst du ja noch besser aus als sonst. Verstehst du was von Hundedressur? Ich kann ihn nicht erwischen. Pass auf, wir müssen beide zugleich feuern. Erstmal müssen wir ihn zu Gesicht bekommen. Hey, meine kleinen Hutzi-Kutzi, seht mal her. Ich glaube, es klappt. Braves Hundili, feines Fresschen. Angeschmiert. Und jetzt deine Armbrust. Ein Volltreffer. War ich nicht gut? Königin Maeve ist nicht die Einzige, die Geistererscheinungen heraufbeschwören kann. Du warst klasse, Aideen. Du auch, Prinzessin. Da drüben war auch nichts von ihr zu sehen. Iva. Was ist, wenn wir einfach zu spät losgegangen sind? An sowas dürfen wir nicht denken, Angus. Aber wenn sie tot ist, so würde ich sagen, dass wir eine fähige Anführerin verloren haben. Eine attraktive, fähige Anführerin. Du sagst es, Junge. Vermissen werden die Prinzessin alle. Nette Grabrede, Jungs. Ehrlich, nur ein klein bisschen zu früh. Prinzessin, wo hast du denn nur gesteckt? Ach, habt ihr euch nach mir gesehen? Nein, so kann man das nicht sagen. Wir haben uns nur gerade... Gerade was? Etwas zum Narren gemacht, wenn man das so sagen kann. Ja. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre gewesen, Rowan. Königin Maeve darf man niemals vertrauen. Aber Sire, ich dachte, der Überbringer der Nachricht wäre Kahat. Ich würde niemals ein solches Treffen vereinbaren, ohne dass der König dabei ist. Das solltest du wissen, Rowan. Und es gibt noch eine Lektion, die du lernen musst. Und die wäre? Königin Maeve kann man nicht allein besiegen. Du und deine Freunde müssen zusammenarbeiten. Ja, mein König. Also dann, denk darüber nach, was ich dir gesagt habe. Du darfst dich entfernen. Mein Kompliment. Bei dem Wolfshund hast du dich benommen wie eine wahre Heldin. So wie du bei der Blitzfledermaus. Obwohl die Staubwolke nicht ganz gelungen war. Das war wohl mehr ein Glückstreffer. Glückstreffer? Na, mein Freund. Du findest Deirdre attraktiv, oder? Wie attraktiv? Habe ich das gesagt? Wie kommst du darauf? Du hast es gesagt, als du dachtest, sie hätte uns für immer verlassen. Und was sollten deine Tricks mit den Knochen? Glaubst du, ich hätte diesen Wolfshund nicht auch ohne deine Hilfe vernichtet? Du hast dich schön helfen lassen. Ich hätte das auch sehr wohl allein geschafft. Hast du daran vielleicht irgendetwas nicht? Weißt du, weshalb du hier die ganze Zeit so dummes Zeug erzählst? Du bist eifersüchtig. Ich? Eifersüchtig? Und übrigens, mein Knoten war viel besser als deiner, ja? Ja, tu ruhig so, die Tour kenne ich. Das steht hier ganz groß auf der Stirn geschrieben. Zusammenarbeit. Ob du nun die Lektion kann eine Weile dauern. Mit deinem Dummen hätten wir uns doch fast das Genick gebrochen.